geghostet. Sorry. Damals echt? Auf Facebook, ja, safe. Ja, klar. Ja, was auf Facebook Schluss gemacht. Du bist gekündigt als Freund, und Schuster. Du Yo Leute, willkommen bei Brudi, dem Format von Bros für Bros. Und ich glaube, wir sind uns alle bei einer Sache sehr einig. Trennungen sind eine sehr knifflige Sache. Jeder von uns wird diesen Moment irgendwann haben. Man kommt in eine Beziehung und irgendwann hat man diesen Punkt, dass man merkt, es funktioniert einfach nicht mehr und dass man Schluss machen will. Aber wie macht man wirklich mit der anderen Person Schluss? Gibt's da überhaupt ein cool oder ein richtig? Für diese Fragen hilft uns Parshad auf die Sprünge. Parshad ist nicht nur meine beste Freundin, sondern sie ist auch eine bombastische Comedian. Hallo. Sie ist übrigens auch bei Funk. Checkt also ihren YouTube-Kanal und ihren TikTok-Account und ihren Instagram-Account ab. Den findet ihr in unserer Infobox. Sag mal, bist du so süß zu mir? Steht das im Skript? Nein, oder? Plötzlich random. Bombastische Person, so was? Du sagst doch nicht privat. Wie war eure erste oder schlimmste Trennung? Habt ihr Schluss gemacht oder wurde mit euch Schluss gemacht? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Okay, Parshad, wir wollen jetzt in dieser Folge herausfinden, wie man am besten Schluss macht. Und deswegen spielen wir jetzt verschiedene Trennungsszenarien für euch durch und schauen mal, was dabei rauskommt. Dankt uns später. Die Impro-Challenge ist eigentlich mega easy. Jeder von uns geht einmal mit dir an den Tisch und muss dann versuchen, Schluss zu machen. Aber man kriegt halt eine Karte von der Regie. Und da steht halt knallhart, wie wir uns verhalten sollen, in welche Rolle wir schlüpfen sollen und so weiter und so fort. Und wie wir Schluss machen sollen. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, wir haben nur 30 Sekunden Zeit, Schluss zu machen. Suff, Parshad hat dich beim Lügen erwischt und will Schluss machen. Drück auf die Tränendrüse, hol dir ihr Mitleid und versuch sie damit wieder rumzukriegen. Sie kann nicht Schluss machen. Du hattest eh gerade schon eine schlimme Woche. Das ist alles unfair und sie ist viel zu sauer. Du hast die Schnauze voll. Suf belügt dich ständig und wieselt sich dann aus der Affäre. Mach lautstark und energisch Schluss mit ihm. 3, 2, 1, go! Parshad, warum willst du denn Schluss machen? Nee, Sophia, nein, es reicht, Sophia. Die Woche. Nein, ich lass mich nicht von dir belügen. Bitte, die Woche war schon so schlimm. Es ist mir scheißegal, was mit deiner Scheißwoche war. Meine Schildkröte hat ihr Bein gebrochen. Schildkröte? Das Einzige, was eine Kröte ist, bist du in meiner. Was gehört, bitte, Junge? Tasche, du hast du gehört, doch, Junge? Ach komm, hör mir auf. Mein Job ist schon gekündigt worden und alles. Das ist gerade voll bitter. Ja, du bist gekündigt als Freund, hast du gehört? Bitte, ich hab... Hast du gehört? Du bist gekündigt als Freund, Sophia. Tut mir doch leid. Stand das nicht da drin? Ich dachte, das stand da drin. Kann auch random auskommen. Sehr stark. Ich habe ihn noch nie so angeschrien, deswegen komm her. Also wirklich, ihr seid zwei sehr gute Schauspieler, habt ihr echt super gemacht. Das kam sehr unerwartet mit der Schildkröte. Ja, ich musste aber auch nicht viel überlegen für Konter bei dir, das weißt du doch. Also so wie du gerade ausgerastet bist und du drunter gelitten hast, hat jemand schon mal mit dir so aggressiv laut Schluss gemacht? Nein, bis jetzt gerade nicht, nein. Bis jetzt gerade nicht, nein. Das war nicht normal. Ja, da stand auf der Karte laut und energisch. Hast du das schon mal so gemacht? Niemals, nee. Okay. Mich auch nicht, ist auch total unnatürlich so. Also bei mir auch nicht, aber ich habe das schon mal mitbekommen. Und es ist halt, ich weiß auch nicht, ich war bei einer Freundin am Telefon, die ist ausgerastet. Ich habe mir dabei so gedacht, du kannst gar nicht rational denken im Moment. So, weil du voller Emotionen bist und so. Klar, und ja. Das ist halt erst danach, man so reflektiert, so scheiße, das habe ich gesagt. Aber ist man in solchen Momenten nicht am ehrlichsten? Also man ist wahrscheinlich sehr ehrlich, aber ich glaube, kann auch passieren, dass man halt vielleicht zu viel redet und das nicht in dem Moment so meint. Wenn man richtig sauer ist und dann man lacht drüber schläft, ist dann die Emotion eigentlich raus und dann sieht man das erst rationaler als vorher auf jeden Fall. Kennt ihr von How I Met Your Mother, Lily und Marshall, wenn die streiten, was sie machen? Wenn die streiten, sagen sie Pause. Ach ja, Pause. Und dann verlassen sie dieselbe Räumlichkeit, genau, beruhigen sich oder führen währenddessen einfach während dieser Pause ganz normal ihre Ehe weiter und dann handeln die den Streit anders aus. Und das habe ich auch mal probiert. So. Das hat geklappt. Das hat schon 15 Male geklappt. Das war eigentlich schon super. Genau 15 Mal. Ja, das hat geklappt. Das war super. Also, habt ihr irgendwie so einen Tipp oder so, wenn jemand Schluss macht oder so, so voll ausrastet? Wie handelt man die Situation? Man soll sich keine Respektlosigkeiten anhören. Man muss auch so einen gewissen Grundrespekt haben von Mensch zu Mensch, egal was passiert. Ich finde, du musst manchmal auch einfach Dinge
hinnehmen, wie sie sind. Wenn dich jemand verlassen will, dann ist es halt einfach so. Und jemand, der gehen will, da kannst du auch nicht betteln und sagen, bitte bleib. Das bringt dann auch nichts. Ja, und ich glaube auch sehr, sehr an den Spruch, was zusammengehört, das findet auch wieder irgendwann zusammen. Und bitte, wenn ihr vorhabt, wirklich Schluss zu machen und es ist endgültig, dann klar und deutlich vermitteln. Ne? Und jetzt nicht abweichen und sagen, ja, wir können ja aber noch, oder wenn ihr es eigentlich nicht wirklich wollt, das ergibt gar keinen Sinn. Okay, ich bin dran, ich muss machen. Let's go. Viel Spaß. Viel Spaß euch. Die Beziehung mit Parshad ist unerträglich geworden. Nie sieht sie einen Fehler ein und ständig flippt sie aus, wenn sie kritisiert wird. Mach eiskalt Schluss mit ihr. Du weißt gar nicht, was Ken will. Ständig kritisiert er dich, dabei macht er selbst alles falsch. Jetzt will er auch noch Schluss machen? Nicht mit dir. Mach ihm aus allem einen Vorwurf. Sag ihm lautstark die Meinung. So, ihr seid ready? Dann 3, 2, 1, go. Hi, ich mach Schluss. Wer denkst du, wer du bist? Derjenige, der Schluss macht. Du darfst nicht. Doch, ich darf. Mm-mm. Ich kann nicht mehr. Ist mir egal. Ja, du bestimmst mein gesamtes Leben, ich kann einfach nicht mehr. Ja, du bist kein bisschen besser als ich. Doch, irgendwie schon ein bisschen schon. Jeder hat seine Macken und ich finde, du bist gerade einfach kein bisschen besser. Okay, das ist meine Meinung, ich will Schluss machen. Ja, meine Meinung ist es, wenn ich Schluss mache. Ja, okay, nein, du hast kein Recht darüber. Natürlich habe ich schon Recht darüber. Doch, nein, nämlich, siehst du, wie toxisch du bist. Ich bin nicht toxisch. Ich gerade zitter hier. Zitter nicht. Ja, warum zitterst du denn so viel? Ich zitter seit Monaten. Ich kann nicht mehr. Ja, ich auch nicht mehr, deswegen lass uns zusammen nicht mehr können. Nein, nein, ist es vorbei? Ist es nicht vorbei? Ja, ich komm mit. Vorbei. Ich komm mit. Wo du hingehst, geh ich auch hin. Wie stressig. Ich geh da lang. Komm mal runter. Komm runter. Ken war so mega verwirrt. Der so, hä? Hä, warum lässt du mich Schluss machen? Ja, du weißt, du stehst einfach. Ich natürlich sogar. Ja, man merkt einfach, dass ihr beide so richtige Kontermaschinen seid. Das ist so richtig sehr krass. So ein schneller Chat einfach. Er nimmt mich nach 10 Sekunden toxisch. Habt aber gut gemacht. Ja, richtig, geiler Schlagabtausch. Sehr witzig. Jungs, hattet ihr mal die Situation, dass euer Gegenüber, sei es beim Schlussmachen oder allgemein in der Beziehung, dass euer Partner so eure Gefühle gar nicht akzeptiert hat oder gar nicht so hingenommen hat oder die sogar bestritten hat? Was denkt ihr da an der Situation? Was dachtet ihr und was habt ihr dann gemacht? Ich hatte das mal, jetzt nicht in der Beziehung, aber so bei einer intensiveren Kennenlernphase. Ich habe mit dem Mädchen die ganze Zeit Kontakt gehabt, wir haben uns getroffen und so weiter und so fort. Und dann kam halt die Situation dazu, dass ich halt sagen musste oder gesagt habe, hey, so, ich entwickle keine Gefühle für dich oder ich bin nicht verliebt. Und sie dann so, hä, nein, aber guck mal, du schreibst mir jeden Morgen und wir haben uns getroffen und alles. Ja, was hast du dann gemacht, aber? Ich habe das innerlich hinterfragt, kann das sein, dass sie recht hat? Hm. Und dachte mir so, nee, eben nicht. Ich hatte aber genauso eine ähnliche Situation, da war das auch so in der Art so und dann habe ich es auch einfach ruhen lassen und habe es dann versucht, nett nochmal zu erklären nach ein paar Tagen und die hat es dann auch akzeptiert bzw. verstanden. Bei mir war das so, es gab eine Zeit lang, wo ich halt die ganze Zeit gegen eine Mauer gesprochen habe und das ist für mich so noch schlimmer. Ich versuche der Person zu sagen, hey, du bist so und so und die Person schießt genau mit demselben Ding dagegen und dann ist es eigentlich nur so ein toxisches Hin- und Herspiel, weil, genau, Feuer und ich finde in einer Beziehung, wir sind keine Feinde, wir sind Partner, wir sind ein Team, weißt du? Und wenn man Interesse daran hat, auch das Match zu gewinnen, dann sollte man auch als Team agieren und nicht als Feinde. Also Parshad, dann lass uns doch Schluss machen, oder? Okay. Ihr habt eine sehr special Schlussmachrunde. Ihr habt nämlich 60 Sekunden und nicht nur 30. Aber ihr müsst hier per Handy Schluss machen. Also okay. Keine traditionelle Gesicht zu Gesicht, sondern nur Handy. Dann würde ich sagen, wir lesen unsere Karten. Eure Beziehung ist langweilig geworden und du liebst Parshad einfach nicht mehr. Außerdem geht dir ihr ewiges Rumdiskutieren auf die Nerven. Erkläre ihr freundlich, aber bestimmt, dass es vorbei ist. Argumentiere sehr logisch und sachlich gegen alle Gründe, die Leon aufbringt. Gefühle sind keine Fakten und ändern sich auch wieder. Es gibt keinen guten Grund, Schluss zu machen. Außerdem wolltet ihr heute noch ins Kino gehen und nächste Woche kommen deine Eltern. Das geht nicht. Die 60 Sekunden starten in 3, 2, 1, go! Und stopp! Also wenn man mich dahin nach dem Satz jetzt verlässt, gell? Okay, das habe ich auch noch nie gemacht, per Handy Schluss machen. Ganz weirde Situation. Man kann halt per Nachrichten nicht so die Gefühle zeigen oder ausdrücken, wie als wenn man sich jetzt gegenüber sitzt, so wie ihr das vorhin mit Parshad hattet. Von meiner Meinung aus war es so, sie so, ja okay. Nein, wir schaffen das. Aber ihre Emotion selber könnte auch ganz anders gewesen sein, als sie bei mir rübergekommen ist. Deswegen per Nachricht Schluss machen,
totaler Blödsinn. Da sind halt überhaupt gar keine Emotionen so zu spüren bei deinem Gegenüber. Klar, mit Emojis kann man das ein bisschen verbessern. Aber man hat oft den Fall, dass zum Beispiel, wenn du jetzt so trocken schreiben würdest, zum Beispiel mit mir, damit ich, auch wenn ich dich nicht kennen würde oder nicht so gut kennen würde, würde ich denken, du bist genervt. Obwohl du es eigentlich vielleicht gar nicht bist, ne? Deswegen nutzt Emojis, um etwas Emotionen auszudrücken. Wenn du sagst du gerade, man soll Emojis beim Schluss machen? Ja, also, was ist das für ein Tipp? Nein, Schlimmstes, mach ich gar nicht. Einfach den mit der Brille und die sind so. Und dann macht Schluss. Ich glaube, der hat Schluss gemacht über... Ja, habe ich mal, klar. Safe. Damals echt? Auf Facebook, ja, safe, ja, klar. Warst du da? Auf Facebook Schluss gemacht. Ich war da von 15, 16, ja. Ja, bist du auch stolz drauf, ne? Nee, ich war einfach zu unangenehm. Das war so eine Monatsbeziehung. Kennt ihr Monatsbeziehung? Nee, Bro. Die gehen nur einen Monat. So, findet ihr, wenn man jemanden blockt nach dem Schluss machen, ist das normal oder ist das scheiße? Ich find's unnötig, aber ich hatte mal eine Beziehung, also das ging gar nicht mehr klar so. Und dann habe ich das irgendwann beendet, auch persönlich und so, alles gut. Aber sie wollte das dann nicht verstehen und sie hat mir 2, 3 Monate später immer noch geschrieben und wirklich so Texte und dann musste ich sie halt irgendwann blockieren, weil es ging nicht mehr klar. So, mein Handy hat durchgehend vibriert, so, sie hat mich angerufen, alles Mögliche und das war so schon sehr toxisch. Okay. So. So, wir sind jetzt bei der letzten Runde angelangt und Pascha, du kannst dich gerne auch schon mal an deinen Schlussmachtisch setzen. Wir drei verschwinden mal ganz kurz und dann kommen wir gleich sofort wieder. Let's go. Perfekt. Okay, wie, ihr lasst mich. Ja, wir kommen gleich sofort wieder, keine Sorge. Wir sind gleich wieder da. Geh schon mal ruhig an den Tisch, da auf deinen Platz, wo du vorhin warst. Keine Sorge. Verschmelzen die jetzt so in einer Person und machen damit Beschluss oder was machen wir da? Sofien! Ken! Leon! Hallo! Bitte sag mir, wie funktionieren. Oh mein Gott! Okay, let's go! Sophia! Okay. Willkommen beim Movie! Und die nächste Runde! 5 hours later. He's a pilot, great! Was habt ihr gemacht? Du wurdest geghostet. Sorry. Aber ich meine, du bist gut mit der Situation umgegangen, ne? Also. Just a prank. Peinlich, Alter. Ich bin wie Tinkerbell. Tinkerbell geht's doch auch schlecht, wenn sie nicht zu 100% Aufmerksamkeit bekommt. Ja. Wer ist Tinkerbell? Tinkerbell. Wer ist Tinkerbell? Oh mein Gott. Digga. Dein Ernst? Sorry. Können wir bitte als Strafe in der Postproduktion so viel als Tinkerbell bearbeiten? Und zwar jetzt. Ich glaube, ich wäre nach 10 Minuten aufgestanden, um zu gucken, wo ihr seid. Also, ich glaube, es wäre auch in so einer Ghost-Situation so gewesen, dass ich einfach irgendwann irgendwie ein Mittel gefunden hätte, zu sagen so, hey, was soll das so? Was denkst du, wer du bist so? Also ich finde es sau respektlos. Wurdest du denn schon mal im echten Leben so geghostet? Ich war so, so jung, aber ja, ich wurde schon mal geghostet. Aber ich war richtig, richtig jung so. Eine Freundin von mir wurde tatsächlich mal geghostet und sie hat halt, ja, so reagiert, mich auch reagieren würde, so sagen, ey, was ist das? Was denkst du? Man will ja irgendwo die Wer bist du? Jeder von uns gibt mal einen Tipp, wie man Schluss machen kann, ohne ein Arschloch zu sein. Also auf keinen Fall eine Nachricht schreiben, sondern direkt kommunizieren, am besten sich persönlich treffen. Ja. Persönlich treffen. Face to face, erster Tipp. Ich würde sagen, einfach ruhig bleiben und nicht irgendwie die Fassung verlieren. Klar kann es mal passieren, aber schon darauf achten, dass man den anderen dann vielleicht auch reden lässt. Also dass beide vernünftig miteinander einfach sprechen. Ein Stück weit muss so für den Grundrespekt so, sich für die schöne Zeit auch zu bedanken. Weißt du, dass man beim Schlussmachen seinem Partner nicht das Gefühl gibt oder seinem zukünftigen Ex-Partner, dass es eine verschwendete Zeit war. Man kann auch positiv zurückblicken und sagen, ich nehme das Beste mit. Es hat einfach nicht gehalten, aber ich nehme das Beste mit und das nutze ich dann für die nächste Beziehung. Wenn ihr überemotional gerade unterwegs seid, heißt sehr aggressiv oder so, dann auf keinen Fall Schluss machen, sondern erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann könnt ihr wahrscheinlich klarer denken und dann die Entscheidung treffen, ob ihr Schluss machen wollt oder nicht. Ey, was machst du denn? Ja, abmoderieren, Bro. Ey, Sof, das hatten wir doch schon. Nicht über WhatsApp. Mach's direkt in die Kamera. Na gut, also ich glaube, wir haben echt viel gelernt heute und wir sind euch mega dankbar für die Zeit.
Ja, total. Und ich glaube, wir sollten langsam mit Trendwege gehen. Was macht ihr? Wir moderieren ab. Jedenfalls wart ihr ganz, ganz toll und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Brudi-Folge gibt, die euch gefallen wird und die auch Bock hat, euch kennenzulernen. So, jetzt, wo die anderen weg sind, lasst uns gerne Freunde bleiben. Lasst aber auch gerne ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke und piekst den Like-Button ein bisschen an. Teilt uns gerne in den Kommentaren eure Erfahrungen mit euren ersten Trennungen und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis bald. Hä? Was für romantisch. Wir sind überall, wir sind im Studio, wir sind... Warte.